Okay. Wartet. Diese Notiz ist aus den Annalen herausgefallen, als Westhouse die Seiten umblätterte. Was denkst du? Was bedeutet das hier? Ich bin mir nicht sicher, ob uns das groß weiterhilft. Okay, und die hier? Ah, sieht aus wie eine... Was denkst du? Was bedeutet das hier? Ich bin mir nicht sicher, ob uns das groß weiterhilft. Okay, was mit der Notiz? Diese Notiz ist aus den Seiten der Annalen herausgefallen. Was ist ein Seelenstein? Ich bin mir nicht sicher. Luxe ward der Seelenstein genommen vom Hexer Klex. Er muss zurückerlangt werden, auf das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht aufhören zu sein. Das klingt unheilvoll. In der Tat. Ich weiß nichts über irgendeinen Seelenstein, aber ich vermute, dieser Kerl Klex schon. Ich frage mich, ob Abnaxus wohl den alten Roper Klex meint. April hat mir seine Geschichte erzählt. Er war ein mieser Zauberer, der im Norden in einer schwebenden Burg wohnte, in der Nähe der Grenzberge. April meinte, sie habe ihm eine Lektion erteilt. Einzelheiten erwähnte sie nicht, aber er verlor seine Burg. Nach dem, was ich zuletzt über ihn hörte, soll er hier in der Stadt Puppentheater für Kinder spielen. Anscheinend ist er geläutert, falls das bei Zauberern geht. Es klingt, als sei dieser Seelenstein wichtig. Wie stelle ich es an, ihn zu finden? Der Hinweis ist hier im Text. Roper Klex, Zauberer und Puppenspieler. Bei ihm würde ich an deiner Stelle beginnen. Okay. Okay. Aber ich habe oben doch noch irgendwas am Bett. Ich bin mir eigentlich sicher, dass da irgendwas war. Ja, nur Schrift. Da, sieht, da war es schon wieder. Ich wusste es, ich wusste es. Hä? Seht ihr? Da ist irgendwas. Aber ich krieg's nicht ausgewählt. Wartet. Hier. Das ist eine Notiz. Hier habe ich die gefunden. Okay. Danke, Spiel. So, dann haben wir jetzt noch eine. Nein, du sollst mit ihm darin. Hier ist noch eine Notiz. Zur Frage der Kien und zum aufziehenden Krieg des Gleichgewichts. Donnerwetter! Das ist die Information, nach der wir gesucht haben. Ich kann nicht glauben, dass sie die ganze Zeit hier war. Deine Hilfe war von unschätzbarem Wert, Zoe. Ich stehe in deiner Schuld. Okay, was, wieso kann ich die... Abnaxus hat sicher nichts dagegen, dass ich mir sie ausleihe. Ich werde sie ihm persönlich zurückgeben, falls ich es bis zur Wolkenspitze schaffe. Wenn du fertig bist, begib dich zurück in die Stadt. Du hast die gut versteckte Notiz gefunden. Okay. Ach so, das ist ein Erfolg. Hätte ich gar nicht finden müssen. Ich glaube, ich habe, was ich brauche. Ich werde mich auf den Weg machen. Sollten wir... Würde es dir was ausmachen, wenn ich hier bliebe, um diese Bücher zu lesen? Naja, das ist... Das ist Privateigentum. Abnaxus wird nicht zurückkommen. Und ich brenne seit Jahren darauf, seine Bibliothek zu durchstöbern. Ich verspreche, ich werde nichts wegnehmen und keine Unordnung machen. Er mag gute Absichten haben, aber ich habe es dem blinden Bob versprochen. Es wäre mir furchtbar peinlich, wenn irgendwas mit Abnaxus Domizil geschehe. Es sieht nicht so aus, als habe Brian vor, hier irgendwelche Schäden anzurichten. Er ist respektvoll und neugierig. Er kann ruhig bleiben. Boah, das ist schwer, aber eigentlich eher verweigern. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Ich weiß nicht, ob ich deine Erlaubnis brauche. War nur ein Scherz. Ich verstehe schon. Ich werde jetzt gehen, Zoe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay, wir haben es ihm verweigert. Vielleicht nicht ganz so gut, aber wir haben es dem blinden Bob versprochen. Oder der sehende Bob, wie er ja jetzt genannt werden will. Weil er ja mittlerweile wieder sehen kann. So, da haben wir wieder unseren Lieblingsladebildschirm. Wie immer eigentlich.
So. Wir müssten ja... Na, wahrscheinlich kriegen wir nicht alle Erfolge. Weil vielleicht ist ja auch der Sinn der Sache, dass man es halt nochmal spielt. Und vielleicht andere Entscheidungen trifft. Aber das wäre dann eher was, was ich alleine mache. Das, ihr müsst das euch kein zweites Mal ansehen. Wobei, wenn ihr natürlich sagt, ihr habt Interesse daran, wenn ich ein paar Sachen anders entscheide, wie ich sie bisher entschieden habe, dann... Wenn ihr Interesse daran habt... Hast du nicht was von einem Zauberer und einem Puppenspiel gesagt? Nö. Doch, hast du. Du hast was von einer Aufführung auf dem Platz gesagt. Hab ich nicht. Krähe? Oh, stimmt, stimmt. Die Fingerlinge von Roper Klex. Mann, das ist eine tolle Aufführung. Ein moderner Klassiker. Klex. Er ist der Zauberer, gegen den April Ryan gekämpft hat. Genau. Er hat sich schlecht benommen, also hat sie gegen ihn gekämpft und ihn in irgendeine Rechenmaschine gesperrt. Ganz schön schlau. Wo finde ich dieses Puppenspiel? Ich zeig's dir. Okay. Genau, also wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt sehen, wie das anders hätte laufen können, die Geschichte. Weil ich kann ja mir raussuchen, welche Entscheidung ich getroffen habe. Dann, wenn ihr sagt, ihr wollt das, dann mache ich das auch gerne. Dann nehme ich halt Dreamfall Chapters nochmal auf, aber wir halt andere Entscheidungen. Also immer jeweils die andere Entscheidung. Das müsst ihr mir natürlich sagen. Ob ihr das wollt. Ansonsten mache ich das halt für mich selber. Oh, was ist das hier? Das Krähe jedenfalls. Mit Krähe an meiner Seite fühle ich mich besser, auch wenn ich nicht genau weiß, was er machen könnte. Ein nutzloser Sidekick ist immer noch besser als gar kein Sidekick. Nicht, okay, dass ich behaupten wollte, er sei nutzlos. Kann ich nicht mit ihm reden, ne? Hä? The Fingerlings. Ah, okay, wir sind hier schon mal richtig. Aber ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Das sind Asadi-Soldaten. Muss ich hier hin? Wenn ihr ein Autogramm wollt, müsst ihr erst mein neues Buch kaufen. Es wird heute angeboten, nur... Nein, tut mir leid. Ich muss mit euch reden. Reden? Nun, in wenigen Minuten beginnt meine Vorstellung. Aber für ein hübsches, junges Ding wie euch kann ich sicher ein paar erübrigen. Das ist ein komischer Name für ein Kinderpuppentheater. Gab es nicht irgendeine Konfrontation zwischen ihm und April? Das muss der richtige Mann sein. Ihr seid Rupert Klex, richtig? Der Zauberer. Wer hat euch das gesagt? Naja, zunächst mal steht es auf dem Schild da. Nein, das mit dem Zauberer. Wer hat es euch gesagt? Ich meine, ich bin nur ein einfacher Fingerpuppenspieler, der in einer kalten und herzlosen Welt ein ehrliches Auskommen zu haben versucht. Aber ihr wart mal ein Zauberer. Vollständig rehabilitiert. Und irgendwelcher Hexerei komme ich nicht zu nahe. Nicht mehr. Ihr solltet wirklich meine von der Kritik gefeierten und bestens verkauften Memoiren lesen. Abschied von meinem Zauberer-Dasein. Es ist eine fesselnde Geschichte von Erlösung und Liebe, von verwegenen Helden und boshaften Schurkinnen, von fliegenden Burgen und merkwürdigen Rechengeräten. Jedes Wort davon ist natürlich so wahr, wie die Nacht finster und der Tag hell ist. Vielleicht sollte ich zur Sache kommen. Seine Vorstellung geht ja gleich los. Erinnert ihr euch, einen Seelenstein besessen zu haben? Einen Seelenstein? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. War nur ein Gedanke, weil es da, wo ich herkomme, so viele beeindruckende Geschichten über eure Kräfte gibt. Und woher kommt ihr? Ach, das war vor langer Zeit, in einem anderen Leben. Es liegt hinter mir. Ich bin jetzt eine andere Person. In jeder Beziehung. Ich habe mich nur gefragt, was mit dem Stein geschehen ist. Sie hat ihn genommen, dieses Miststück. Beim Gleichgewicht. Verzeiht mir. Ich weiß nicht, was da gerade über mich gekommen ist. Wer? Die Jager.
Die böse Hexe des Nordens, wie diese Dummköpfe sie nennen. Als hätten die irgendeine Ahnung, wer und was sie wirklich ist. Sie lauert im Flusswald an den dunklen Orten. Sie nähert sich von diesem Stein wie ein... wie ich sagte. Das ist vergangen und ich habe alles längst hinter mir gelassen. Jetzt verdiene ich mein Brot auf ehrliche Art, indem ich mit meinem großartigen und revolutionären Fingerpuppentheater Kindern eine Freude bereite. Und da wir gerade davon sprechen, junge Dame, ich muss mich entschuldigen. Die Vorstellung beginnt gleich. Können wir bitte danach noch mal reden? Ich habe da noch Fragen. Sicher, sicher doch. Ganz gewiss. Nach der Vorstellung. Danach. Ja, ja, ja. Habe die Ehre. Ja, jetzt geht's los. Das wird sowas von gut. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädchen, Menschen und, Menschen. Und ihr Asadi-Soldaten da drüben, ihr könnt gerne zusehen. Nur bitte rasselt nicht mit den Säbeln und klappert nicht mit den Rüstungen. Willkommen zur heutigen Morgenvorstellung der Fingerlinge. Ich bin euer Gastgeber und Puppenspieler, Roper Klecks, geachteter Mime und Erzähler, Autor und Unternehmer. Mein Buch wird mit kostenloser persönlicher Widmung zum Verkauf angeboten. Sprecht einfach nach der Vorstellung mit mir. Eine Spende wird dankend angenommen und erwartet. Werft eure Münzen nach der Vorstellung in die Kiste und denkt daran, dass jedes Eisenstück einem guten Zweck dient. Los, Fingerlinge! Meine geliebten Fingerlinge! Handgefertigte Nachbildung berühmter Schauspieler aus ganz Arkadia. In Fingerpuppenform verewigt von begabten Handwerkern. Nur aus feinsten Stoffen und Naturmaterialien hergestellt, sind mir diese reizenden Wesen ans Herz gewachsen wie Kinder. Und ihr vielgestaltiges Talent sucht unter Menschen seinesgleichen. Ihr seid alle eingeladen, zur Bühne zu kommen und meine prachtvollen Miniaturen aus inniger Nähe zu bewundern. Nach der Vorstellung natürlich. Und ohne Essen, ohne Anfassen und ohne Kinder. Und jetzt, geliebtes Publikum, macht euch bereit für eine Reise ins Geheimnisvolle. Für eine wahre Geschichte von Zauberei und Magie. Ich präsentiere euch die Mär vom herzensguten Zauberer und der schurkischen Maid. Es war einmal ein gütiger alter Zauberer, der im fernen Norden in einer wundervollen schwebenden Burg lebte. Dieser ungemein freundliche Zauberer neckte die Bevölkerung des Landes gern und spielte mit ihr. Und manchmal ließ er sich zu Albernheiten hinreißen, wie sie in Stein- oder Pelztiere zu verwandeln oder den Wind zurückzuhalten. Natürlich meinte er es nicht böse. Und die Bevölkerung des Landes liebte den Zauberer wie einen Großvater. Einen sehr jungen und äußerst gut aussehenden Großvater. Aber eines Tages besuchte eine böse Magierin aus einem fernen Land den gütigen Zauberer. Diese hässliche, selbstsüchtige Hexe begriff nicht, dass der Zauberer nur versuchte, die Leute glücklich zu machen. Sie nutzte ihre dunkle Hexenkunst, um ihm all seinen Besitz zu stehlen und ihn in einen winzigen Kasten zu sperren, in dem der liebenswürdige Zauberer kaum noch Luft bekam. Der arme alte Mann saß viele Monde lang in diesem Kasten fest, bis ein wohlwollender Gott auf Wanderschaft vorbeikam und ihn aus seinem Gefängnis befreite. Der Zauberer schwor dem Gott auf Wanderschaft ewige Treue. Im Gegenzug für Rache an der grausamen Hexe, die ihn eingesperrt hatte. Und zusammen? Da ist der Kommandant, der gefährliche Irre, der unsere Jugend mit seinen okkulten Befingerungen verdirbt. Was soll das? Was macht ihr da? Was ist hier los? Ihr könnt doch nicht... Hey, hey, Hände weg! Ihr bringt Kindern etwas über Magie bei, alter Mann. Ihr solltet es besser wissen. Lasst mich los, ehrloser Grobian! Kraft der mir vom großen Asadi-Imperium und der Abgesandten verliehenen Befugnisse und gemäß des provisorischen imperialen Gesetzes, das jedwede Lehren okkulter Magie verbietet, nehme ich euch in Gewahrsam. Das könnt ihr nicht machen! Ihr wisst nicht, wer ich bin! Erzählt das dem Richter, Zauberer. Meine Fingerlinge,
Meine kostbaren, handgearbeiteten Fingerlinge. Nein! Ich kann nicht glauben, dass sie ihn festgenommen haben. Was für eine Farce. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich schätze, die Asadi haben auch nicht viel für schräge Puppenspiele übrig. Ich glaube, es hatte mehr damit zu tun, dass er ein Zauberer ist. Ach, schöne Scheiße. Was jetzt? Er war meine einzige Spur zum Seelenstein. Zum Weiterkommen habe ich nur noch was über eine Jager und den Flusswald. Flusswald? Ich kenne den Flusswald. Ich war schon mal im Flusswald. Wenn du zum Flusswald willst, ich weiß, wie man in den Flusswald kommt. Wirklich? Und die Jager, die Weidenhexe? Ich weiß nichts über Jagers, aber ich weiß was über Hexen im Flusswald. Bei meinem letzten Ausflug dorthin sind wir einer begegnet. Diese Hexe ist natürlich Geschichte, aber ich kann wahrscheinlich in dem Flusswald zurückfinden. Er ist im Norden. Wir gehen nach Norden. Moment mal, welche Richtung ist oben? Ja, Norden. Gut, gut. Das ist doch was, oder? Besser als gar nichts. Wir brauchen nur noch eine Möglichkeit, nach Norden zu kommen, ohne dass ich den ganzen Weg laufen muss. Oder ich fliegen. Ich werde nicht den ganzen Weg fliegen. Ich ermüde schnell. Warte, ich spüre, wie ein gerissener Plan in mir reift. Folge mir, Zoe. Oh oh. Es ist entweder ein gerissener Plan oder ich muss auf Toilette. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es ein gerissener Plan ist. Ja. Krähe zu folgen klingt irgendwie nicht sehr gut. Hoffen wir es zumindest mal, dass Krähe uns nicht irgendwo blöderweise hinführt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du das Ganze mit der Stimme und der falschen Hand durchgezogen hast. Der Hut stand dir wirklich gut. Absolut. Beim Bart bin ich mir aber nicht so sicher. Mein ganzes Gesicht juckt. Apropos Gesicht. Ich kann meins nie wieder in Makuria sehen lassen. Nicht nach dem, was wir eben gemacht haben. Wenn alles gut läuft, brauchst du das auch nicht. Wenigstens haben wir ein Reittier. Kann ich diesem Ding trauen? Sie sind fügsame Kühe, diese Elkwan. Überlass das einfach mir. Los, Tausendschönchen, höher! Ich glaube, du verstörst sie. Ich werde dir mal das Kühezureiten überlassen. Ich fliege lieber voraus und erkunde das Gelände. Verliere mich nicht aus den Augen. Okay, wir haben ein Reittier. Schön, schön. Und was folgt jetzt? Gerade nichts. Wie lange wird diese Reise denn noch dauern? Kommt mir vor, als wäre es schon fast eine Woche. Es sind noch nicht mal 2 Tage. Und ich bereue allmählich, dass ich euch mitgenommen habe. Im Frachtraum eines Wolkenschiffs mit eurem ärgsten Feind festzusitzen? Was sollte es denn daran zu bereuen geben? Und da sagen die Leute, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Falls es hier Gelegenheit gibt, Frieden mit Liko zu schließen, dann wahrscheinlich jetzt. Vielleicht ist es noch möglich, eine Verbindung zwischen uns aufzubauen. Wir sind auf einer Mission. Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort, um Frieden mit Liko zu schließen. Wir kämpfen Seite an Seite. Das ist unsere Verbindung. Außerdem bin ich müde. Wir sollten uns entschuldigen. Das mit eurem Vater tut mir leid. Ich weiß, dass es jetzt nicht mehr viel bringen mag, aber ich war damals ein anderer Mensch. Ein Junge, der nur eine einzige Wahrheit anerkannte. Die Möglichkeit, dass es mehr als eine geben könnte, zog ich nie in Betracht. Auf dem Weg hierher hat es so viele Tote gegeben. Bei meiner Flucht aus der Mönchsfeste ließ ich einen Unschuldigen zum Sterben zurück. Ich dachte, ich würde das Richtige tun, aber für ihn hat es nur noch mehr Schmerzen bedeutet. Als ich seine Witwe besuchte, brachte sie mir nur Hass entgegen. Sie konnte nicht verstehen, warum ich so gehandelt habe. Ich habe zugesehen, wie Balsai Bachim verblutet ist
damit ich durch ein Blutmagieportal entkommen konnte. Ich frage mich immer noch, ob sein Opfer das wert war. Habe ich die Schuld beglichen? Die Hirtin glaubt es, aber viele hielten ihn für einen besseren Menschen als mich. Warum also musste er sterben? Was hat mir all das eingebracht? Was hat es geändert? Was wäre jetzt anders, hätte ich anders gehandelt? All diese Entscheidungen summieren sich, Liko. Meine Seele ist schwer. Die anderen glauben, ich berühre das nicht, weil ich weitermache, als sei nichts geschehen. Aber ihre Gesichter und Stimmen sind da, wenn ich meine Augen schließe. Diese Toten werde ich nie los. Worte können es nicht ungeschehen machen. Es gibt keine Entschuldigung für das Unrecht, das ich begangen habe. Aber ich versuche, die Wunden zu heilen, die ich verursacht habe. Das ist ein langer Weg, Liko, und... Ich weiß. Als ihr aus der Mönchsfeste kamt, wollte ich euch tot sehen. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Und da sagen die Leute, ihr habt keinen Sinn für Humor. Tun sie das? Wir haben seitdem viel durchgestanden. Ich glaube, ich kenne euch ein wenig. Ihr habt gegen euer eigenes Volk zu den Waffen gegriffen. Schande, Tod und eure unsterbliche Seele riskiert, weil ihr es für fehlgeleitet haltet. Das ist bestimmt ziemlich hart, von beiden Seiten gehasst und gefürchtet zu werden, oder? Ich mag euch immer noch verachten, weil ihr meinen Vater getötet habt. Es mag mir immer noch missfallen, was für ein arroganter, intoleranter Arsch ihr seid. Aber ich respektiere euch, Kian. Und ich vertraue euch. Oha. Ernst nehmen. Ich vertraue euch ebenso, Liko.